Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder in eine Messervorstellung und zwar, wie ihr schon aus dem Titel gelesen habt, Billigmesser von Amazon. Kurze Hintergrundgeschichte, mein Nachbar so, ja, hier, du kennst dich doch aus mit Messers und so weiter. Ich habe mich mal bei die Amazon hier, habe ich mal günstig zugeschlagen, ich weiß nicht, ob ich Angebot, Prime Day, keine Ahnung, irgendwas, irgendwie sowas hat er gesagt. Und hat sich hier zwei Messer von Amazon bestellt. Ich habe mal nachgeguckt. Das eine kostet ungefähr 20 Euro und das andere sind wir bei sage und schreibe um die 19 Euro. Also eigentlich im ja, unteren Bereich, wo man sagen würde, ja, ist nicht so schlimm, ne? Aber ich würde sagen, schauen wir uns diesen Spaß mal genauer an. Fangen wir mal mit dem Imrusan, was ich schon einen sehr schönen Namen finde. Imrusan, also ich vermute hier mal wieder, sind Chinesen wieder am Werk. Ja, diese babyblaue Verpackung passt natürlich wunderbar zu einem komplett schwarzen taktischen Folder. Na, das Geräusch könnt ihr euch selber einblenden. Ja, wir haben hier Griffschalen aus Aluminium, zumindest hier so schwarz. Ich weiß nicht, ob es anodisiert ist oder ob es einfach angemalt ist. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Aber wie ihr sehen könnt, hier innen drin ist es irgendwie so ein bisschen bläulich. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Korrosion schon ist. Die Dinger sind unbenutzt, das kommt noch dazu. Also die sind halt, der hat die sich quasi neu gekauft und sie wieder quasi gleich schon in die Hand gedrückt. Wir haben hier einen Assistant-Opener dran, der aber auch volle Leute zuschlägt. Also, das schlägt einem hier schon fast das Messer aus der Hand. Gewichtmäßig sind wir nämlich hier gar nicht so weit oben angesiedelt. Ich habe gerade absolut das Gewicht nicht so zur Hand. Ich habe nur die ungefähren Maße, Gesamtlänge von ungefähr 20 cm. Klingenlänge sind so gut 8,4 cm. Und die Klingendicke liegt so bei 2,5 mm. Ja, naja, also von den Proportionen her muss ich schon sagen, gefällt mir das nicht wirklich. Also ich finde, diese Klinge wirkt relativ lang zum Vergleich zu diesem Griff hier. Also dafür wirkt es dann halt relativ schmal. Muss ich sagen, das gefällt mir schon mal so irgendwie gar nicht. Zu dem Griff ist zu sagen, ja. Okay, muss man mögen, ist halt ein bisschen tactical, ne? Wir haben ja auch einen Messerclip dran. Gürtel, Messerclip sage ich schon, Gürtelclip. Ich bin schon ganz, ich weiß, dieses Messer macht mich schon ganz kirre im Kopf. Aber ja, schaut euch das mal an hier. Also, da hat wohl irgendein kleiner Chinese vergessen, hier eine Schraube reinzudrehen. Ja, finde ich schon mal ziemlich schlecht. Der Stahl wird angegeben mit einem 7CR17 Stahl. Ich meine, das ist öfter mal bei chinesischen Messern der Fall gewesen, auch glaube ich von ein bisschen hochpreisigeren oder ja, ich glaube, Sanrenmu hat die auch früher mal verbaut, wenn ich mich recht entsinne. Ich denke, vom Stahl her ist es okay. Die Klinge, wie ihr sehen könnt, ist hier schwarz angemalt. Also ich glaube nicht, dass die hier irgendwie also richtig coated ist, sondern ist einfach nur so ein, na, drauf gemalt, die sieht man auch schon so ein bisschen, ja, diese kleinen Spuren hier, diese vom Schleifen einfach übrig geblieben sind. Hier löst sich das schon ab, obwohl es quasi noch nicht benutzt wurde, das Messer. Also, wie ihr sehen könnt, absolute Spitzenqualität, die ihr hier für 20 Euro bekommt. Hier an den Schrauben ist auch dieses bläuliche, wie gesagt, ich vermute, es ist Korrosion, ich weiß zwar nicht, woher die kommen soll, aber naja. Die Liner innen drin, wie ihr sehen könnt, sind auch nicht wirklich gewichtsoptimiert. Das heißt, die sind komplett, obwohl hier so ein bisschen, da, ja, doch schon so ein bisschen. Ja, es macht halt auch, es fühlt sich sehr leicht an. Für die Größe muss man zugeben. Jetzt hätte es mal wiegen sollen, aber ich packe euch die Links unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr selber mal nachgucken. Und euch das natürlich auch noch kaufen dann, klar. Ich meine, ihr seid jetzt ja bestimmt richtig heiß drauf. Schauen wir mal, ob das Messer auch. Also wir haben gesagt, diesen Flipper mit dem Assistant Opener, aber irgendwie habe ich schon Messer gehabt, die
mit Flipper ohne Assistant Opener einfacher aufging, aber naja, schauen wir mal, wie scharf das Messer ist. Ja. Da kann man jetzt auch so ab Werk nicht meckern, würde ich sagen. Also, das habe ich schon mal stumpfer gesehen. An der Stelle vielleicht mal einen kleinen Pluspunkt. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu dem Liner. Der ist für diese Messer typisch relativ scharf. Ich würde sagen, nicht sehr scharf, aber schon ein wenig. Also, wer viel rumspielt und gerade mit diesem, weiß ich nicht, dieser Assistant oben, das habt ihr gesehen, wenn man das schlägt einem ja quasi das Messer so aus der Hand, weil der Druckpunkt auch relativ hoch ist, schiebt man sich das quasi selber so dann aus der Hand raus. Naja. Alles in allem würde ich sagen, 20 Euro wäre mir dieses Messer absolut nicht wert. Ich hätte euch letztens mal so ein Cubase-Messer vorgestellt, das hat ja auch um die 20 Euro gekostet. Das muss ich sagen, war sehr viel besser verarbeitet. Hier die Übergänge sind auch ziemlich... naja, es geht noch. Okay, nehme ich zurück. Aber hier zum Beispiel, ne, hier oben haben wir mit diesen die Spacer hier relativ scharfkantig. Also das macht alles in allem keinen schönen Eindruck. Die Schrauben sind versenkt. An der Stelle ein Pluspunkt. Aber alles in allem, weiß ich nicht. Ich bin auch kein so ein Tacticool-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also so Tacticool Messer habe ich ganz am Anfang mal gehabt. Aber bin ich irgendwie weg, bin jetzt eher mehr so im Gentleman-Folder Classic beziehungsweise Traditional Look, sagen wir mal so. Ja. Naja, also, das war das Imrumsan. Bei Amazon übrigens nur positive Bewertungen, 42 Stück, also keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Kommen wir zu dem nächsten, das Zingaik. Also diese Namen, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist das irgendwie, weiß ich nicht, russisch vielleicht? Russisch-chinesisch? Mongolisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Verpackung hier schon ein wenig ansprechender, obwohl der Preis ein wenig niedriger ist. Ja, hier sind ein paar Punkte. Sondercampingmesser. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Der Karton an sich, relativ generisch, haben wir schon öfter mal irgendwo bei irgendwelchen chinesischen Messern gesehen. Ich hatte früher mal so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, auch so ein feststehendes Messer. Das war eigentlich ganz cool. Das war auch in so einem schwarzen, ich weiß nicht, Strukturpappe. Ich weiß nicht, wie würdet ihr diese Pappe bezeichnen? Ich weiß es nicht. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich mal persönlich interessieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Tada, tada, tada. So, na, also hier hochklassig, sicher verpackt mit Kunststoff, Polsterung. Auch hier schön, ne, mit dem Schaumgummi hier. Also es passt perfekt in diese Dingens rein. Das muss ich sagen, präsentativ macht das natürlich ein bisschen Eindruck. Also keinen großen Eindruck, aber besser als dieser... Ich komm, ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich. Wen interessiert eigentlich diese scheiß Verpackung? Ne? Niemanden. Wer interessiert sich eine schöne Verpackung? Aber der Vollständigkeit halber sei es erwähnt. Ja, also das Zimike, ist das andere Messer, das ich meinem Nachbar gegönnt hat. Und ich muss sagen, das gefällt mir schon an dieser Stelle ein bisschen besser, obwohl es quasi günstiger ist. Wir haben hier keinen Assistant Opener. Die Klinge, kein Detent, gar nichts. Also nur den normalen Liner Lock. Und ich muss sagen, der ist eher so, weiß ich nicht, also wenn man das Messer nicht schnell aufmacht, ja, habe ich direkt gesehen, springt er auch nur ganz langsam über. Also, hier würde ich an erster Stelle vielleicht mal diese Sicherheit anzweifeln. Ob dieses Messer, wenn man ein bisschen mehr damit arbeitet, nicht irgendwann mal zuschnappt, kann das, glaube ich, ganz schön nach hinten losgehen. Also, wenn man es mit ein bisschen Kraft aufmacht, dann, ja, der Liner sitzt so fast mittig, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Also ich finde es sehr, sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Dass auch dieses, das Öffnen- und Schließverhalten ist. Wir haben so ein,
Ah, doch, so ein kleiner Detent da. Ja. Es ist halt irgendwie dieses, es ist, wir haben irgendwie so einen imaginären Punkt hier drin und dann lässt sich auch relativ, also ich kann es ganz schwer beschreiben, nur, also so leicht, nicht schwergängig, also es ist schon leichtgängig, aber es schleift gefühlt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ne? Es schleift halt so ein wenig. Öffnungspins hier. Die Klinge, muss ich ehrlich gesagt zugeben, gefällt mir ganz gut. Also, dieser schöne Drop-Point, fast Spear-Point hier, mit der angedeuteten Schneide hier oben, ist schon ganz nice. Und dann kommt wieder das Böker Plus-Syndrom und die lasern einfach auf 3000 Quadratmeter ihren Ziehmike oben drauf. Okay, das hätten sie sich sparen können. Klingenstahl ist übrigens an dieser Stelle hier ein 3CR13, also nicht so hochwertig wie das teure in RAN. Ja, aber naja, die Frage ist halt, was Leute vorhaben, die sich so eine Messer bei Amazon kaufen. Die sind halt relativ weit oben gelistet, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also wenn man irgendwie Messer oder sowas bei Amazon sucht oder keine Ahnung was, werden halt einem meistens diese komischen Messer hier vorgestellt, vorgeschlagen. Und die ganzen guten Marken, in Anführungszeichen, die kriegt man quasi nur so auf diese Suche. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, aber könnt ihr mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Zu dem Griff. Ja, von der Optik her, ja, ist mal was anderes, muss ich sagen. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich denke, wenn man hier so ein bisschen mit dem, könnte man noch mal ein bisschen mit dem Design spielen, wenn das hier nicht alles schwarz gewesen wäre. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man das hier irgendwie mit Kupfer macht oder keine Ahnung was, dann könnte das durchaus schon ein bisschen was hermachen. Jetzt einfach nur anmalen würde ich natürlich nicht machen, sondern sollte schon irgendwie ja, Metall sein. Apropos Metall, der Griff ist natürlich aus, auch wieder hier aus Aluminium gefertigt. Ich weiß nicht, ob das so ein Standardding ist hier mit den Stahllinern drin. Die sind aber wiederum jetzt diesmal nicht gewichtserleichtert, würde ich mal nennen. Tut dem Ganzen aber auch keinen Abbruch. Also das Messer ist jetzt auch nicht wirklich schwer für die Größe. Genauso wie das andere. Wir haben hier nämlich eine 8,5 cm Klinge. Also das ist schon nicht verkehrt. Und auch die Gesamtoptik, muss ich zugeben, ist für mich okay, würde ich sagen. Also ich würde eher zu diesem hier tendieren als zu diesem hier. Aber alles in allem, 19 € oder was es hier gekostet hat, wäre es mir auch nicht wert. Wir haben noch eine Daubenrampe, die auch ganz, also muss ich sagen, die funktioniert sogar richtig gut. Also die ist nicht zu scharf, nicht zu weich. Also der Daumen bleibt wirklich drauf, ohne dass man sich den aufreißt. Ja, also es ist so ein halbfertiges Konzept, würde ich sagen. Also wenn man hier noch ein bisschen Liebe reinstecken würde, ein bisschen bessere Materialien vielleicht, und dann könnte man aus diesem Design vielleicht was machen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein geklautes Design. Das hat einfach irgendjemand schon mal einen gut gebaut. Falls das jemand weiß, alles unten reinschreiben. Ich bin nur auf euer Feedback gespannt und ich freue mich halt über jeden Kommentar, den ich hier bekomme, um auch mal so ein bisschen zu wissen, was euch so gefällt, wie es euch so gefällt. Also, schreibt mir gerne mal ein paar Kommentare rein, was ihr von diesen wunderbar tollen Messern haltet. Wie gesagt, verlinkt unten, könnt ihr mal reinschauen, könnt euch mal anschauen und euch selber mal ein Bild machen. Die Übersetzungen sprechen auch auf jeden Fall für irgendwelche Chinesen, die hier irgendwie einfach nur irgendeinen Krempel auf den deutschen Markt schmeißen. Wir machen natürlich noch den Schärfetest hier auch. Oh ja. Also ich muss sagen, das ist sogar noch mal eine Spur schärfer. Out of the box. Also an der Stelle auch nochmal ein kleiner Pluspunkt. Aber Fazit, 20 € roundabout, ich würde es nicht tun. Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Cheers.